Warum zerlegt er das gerade? So. Dann brauchen wir die Pistons. Nicht. Redstone, ja. Yeah, Transmission. Ich hab's nicht im Kopf. Dynamo. Dynami. Dynamo. Redstone und ein Silber Transmission Coil. Boah. Silber haben wir ein. Das ist nicht gut. Gib mir mal irgendwas Silberartiges da. Broken Silver. Broken Silver. Haben wir dezent viel von. Raus. Raus. Elektrum ist jetzt schon ein bisschen drin. Das wird gleich mehr. Weil das restliche Gold auch noch zu Elektrum gemacht wird. Und das Eisen sollte raus. Klick. Klick. Ja, was? Achso. Eisen sollte raus. Klick, klick. Klick. Okay. Silber, ja. Da musste ich jetzt eigentlich warten, bis das Zeug fertig ist. Da wurde ja nicht allzu lange. Also zwei Magmatik-Dynamos. Dann holen wir die Lava von unten. Wir müssten eigentlich noch viel mehr Crucibles bauen. Weil wir haben gesehen, als wir unten das Obsidian hergestellt haben oder das durchgehend hergestellt wurde, die Lava war sehr schnell alle. Und je mehr Dynamos jetzt für alle möglichen Maschinen wir aufstellen, desto schneller geht das auch weg. Das heißt, irgendwann kommt die Lava-Produktion nicht hinterher. Silber? Silber. Silber, Silber, Silber. Nom, nom. Sehr gut. Plastik, genau, das können wir auch schon mal rausholen. Raw Plastik, Raw Plastik. Daraus bitte Sheets machen. Das war... Okay, ich gucke einfach nach. Sheet. Ah, vier Stück. Okay. So, sehr gut, das wird reichen. Silber, Silber, Silber. Genau, Redstone haben wir auch noch. Gut, wir hätten gerne 14 komische Silbercoils. Das sollte jetzt reichen. Also, Dynamo. Dynamo. Magmatic Dynamo. Also, Coil oben, Redstone unten und dann dieses Dreierding. So, so. 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 Oh, genau andersrum. Hey, das heißt, wir können 6 davon bauen. 3 davon bauen. Ta-ta-ta-ta. So, die komischen Coils kommen zurück hier hin. Die kommen daneben. Dich brauchen wir. Davon brauchen wir 2. Das artet sowas von aus. Also du. Aha, wir brauchen erstmal die Pötte. Dafür brauchen wir die Bricks. Habe ich erwähnt, dass es ein ziemlich langer Rattenschwanz gerade ist. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. So. Kupfer haben wir noch im Inventar. Ja. Also, das war irgendwie so. Und so. Und so. Und so. Und da war Plastik. So oder so ähnlich müsste der Planter gewesen sein. Planter. Pistons. So, ich kann ja einfach, ne? Ding. Kann ich nicht. Shift. Ah, okay, dann halt so. 2, 2, 2, 2. 2, 2. 2, 2, 2. Zwei Planter. Und total zugemülltes Inventar. Du gehst bitte da rein. Die Dekoblöcke bleiben bitte irgendwo hier. Und jetzt müssen wir unten das Ding weiterbauen. Also die Plattform. Zack. Hier. Hier sollte jetzt aber nicht die Farm gebaut werden, sondern hier sollte der Planter hin für die Bäume. Das können wir mal angehen. Und wo ich gerade hier bin, kann ich natürlich auch hier die Plattform weiterbauen.
Das müsste hier gewesen sein. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Lava. Das muss ich hoch. Brauche ich mir hier so eine kleine Konstruktion. Ting, ting, ting. So. Dann machen wir hier eine Abzweigung. Und gehen jetzt Super Mario ähnlich auf den Rohren hier lang. Oh. Haha, hier geht Shift schon mal nicht. Also Rohre ganz vorsichtig sein mit Shift. Das klappt nicht so ordentlich. Ein noch nach hinten. Dann ein nach da. Noch ein nach da. So, hier. Da müsste dann meines Wissens nach der Planter hin. Unter dem Planter müsste die Stromversorgung hin. Was zur Hölle? Ach so, hier stellen wir jetzt ein, was er genau anbauen soll. Wir haben keine Dinger dabei. Keine Dingsbumsens. Das ist jetzt nicht so gut. Du kommst erstmal dahin und du wirst erstmal mit Strom versorgt. Und wir haben keinen Crescent Hammer. Du könntest arbeiten, kannst du jetzt nicht arbeiten, weil da kein Zeug drin ist. Okay, wir brauchen Setzlinge. Ich habe gerade einen ganz üblen Verdacht. Wo ist meine Biotonne? Ah, doch, da. Es, ja, ich hätte es mir zugetraut, dass alle Setzlinge jetzt hier irgendwo draufgegangen sind. Aber na gut, hier drunter müsste jetzt das Ding sein. Ups. Die Maschine steht falsch. Ja, okay. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier einstellen, das da. Also, das heißt, wir müssen das Ding durchgehend befüllen. Wie können wir das Ding durchgehend mit Setzlingen befüllen, wenn das Ding das nicht, ne? Einsammelt. Ich brauche Promille. Oh, holen wir hin. Also da bin ich echt noch ein wenig komisch verwirrt. Weil das Ding rattert einfach nur alles weg. Ach, es rattert, es spuckt keine Setzlinge aus, weil wir Sheer Leaves anhaben. Dann kommen halt die ganzen Blätter raus. Und wenn man die ganzen Blätter rausholt, kriegt man keine ganzen Blätter, die man abbauen kann. Und wenn man Blätter abbaut, bekommt man die Setzlinge. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Das heißt, wir machen jetzt so, so, so. Machen daraus ein bisschen Bohrmehl. Bisschen viel Bohrmehl. Gucken wir jetzt, ob der Harvester auch hier hinten ankommt. Bisher nicht. Du kannst da gar nicht kritten, ne? Gar nicht wachsen. Okay, setzen wir dich hier hin. Busch. So, jetzt müsstest du anfangen zu arbeiten. Gleich. Jetzt. Die Maschinen sind teilweise echt sehr komisch nachvollziehbar. Warum machst du nichts? Du hast keinen Stau. Eidel, eidel, eidel. Du hast genug Energie. Keine Ahnung. Ist jetzt hier hinter mir auch noch ein Baum? Ja? Willst du nicht irgendwo anfangen zu nagen? Ah, okay. Das, ja. Und jetzt müsste er die Setzlinge ausspucken. Genau, drei Oak Saplings. Also wir müssen nur die Oak Saplings irgendwie wieder abpumpen und unten dem Ding da einfügen. Und es steht vollkommen falsch. Also ich reiße das hier mal auf und setze das Ding dann. Also erstmal bauen wir auch ein Upgrade dafür da rein und setzen es dann hier in die Mitte. Wir haben genug Dirt dabei? Ja. Dann reißen wir hier mal ein bisschen Boden auf. Machen eine richtig schöne Dirt-Plattform draus. Dann kommt in der Mitte der Planter. Er befüllt die gesamte Fläche mit Bäumen.
So. Die war mittig angelegt, ne? Mitte. Mitte, Mitte, ja. Müsste eine gleichmäßige Plattform sein. Du, da. Das heißt, hier in die Mitte. Hier in die Mitte. Sollte die Maschine später kommen. Du. Dafür brauchen wir einen Crescent Hammer. Dafür brauchen wir Eisen und den. Den. Ich denke, das war so. Ja, Crescent Hammer. Okay. Das heißt, wir brauchen ein Better Barrel für die Setzlinge. Die ganze Maschine müssen wir auch umbauen. Zwar unten irgendwo hin. Dass man hier oben kaum noch was davon sieht. Das ist nämlich vollkommen im Weg hier alles. Aber erstmal kommst du weg. Und du weg. Und du kannst ruhig hier bleiben. Dann können wir dich nicht benutzen, um hier lang zu rutschen. Und ja, hier unten wird die Kabellage komisch aussehen. Aber damit habe ich absolut kein Problem. Ich mag das, wenn überall rumlaufen. Oh, da ist falsch. Und wir haben nicht genug. Also, du kommst bitte mit. Ihr kommt bitte mit. Der Planter kommt bitte mit. Du kannst ruhig stacken. Ah, du kannst nicht stacken, weil du. Ah, okay. Also jeder Planter behält wohl seine Konfiguration. Oder Inhalt. Eins von beiden hat er nämlich abgespeichert, deswegen konnten wir den nicht wieder stacken. So, Bio, Knochen rein, Bäume rein. Erstmal. Sand wegsortieren, Large Bricks wegsortieren. Eisenblöcke aufbrechen. Ich hätte gerne mehr Kupfer. 13, 14, mehr Blei. So. Ganz viel Fluidax. So. Dann brauchen wir noch diese Upgrades. Upgrade? Ja, Upgrade. Dreimal drei war normal. Wenn man es einmal upgradet, ist es 5x5. Das hier wäre 7x7. Iron Upgrade. Raw Plastic. Das haben wir alles verbraten, richtig? Ich glaube, wir haben aus allem Raw Plastic das andere Ding gemacht. Also holen wir hier noch ein bisschen was raus. Alles raus. Tun das da rein. Da ist Raw Plastic. Also drei Raw Plastic, ein Gold Nugget. Haben wir ein Gold Nugget irgendwo aufbewahrt? Ja, da. Gold Nugget. Rest war Eisen. Iron Upgrade. Drei Eisen, drei Plastik, Redstone und Gold Nugget. Redstone haben wir noch, Gold Nugget haben wir noch, brauchen wir noch drei davon. Oh, passt ja. So, Plastik, Redstone, Nugget, Eisen. Okay. Gucken wir mal, ob das so aufgeht, wie ich dachte, dass es aufgehen sollte, hätte können. Und damit ich nachher genug habe, hau ich hier im. Oh. Mind the gap. Hau ich hier mal. Ich habe jetzt das Bommel drin gelassen. Gib mir. Hau ich jetzt noch ein paar Bäume hin, damit er noch mehr Setzlinge bekommt. So ein gekritteter Baum wäre jetzt schick. Und weg und weg und hoch. Arbeite. Bringe uns Setzlinge. Das ist so schnell, das Ding. Sludge fühlt sich auch durchgehend. Oh, da ist so ein Crit bei. Sehr schön. Alles wegnagen, alles wegnagen. Kommst du auch da hinten in der Ecke an? Ja, doch, okay. Sonst würde es mich ganz schön doof aussehen, wenn die Sachen jetzt da oben fliegen bleiben. Wenn die Sachen da oben fliegen bleiben. Irgendwie braucht aber, wenn es so weiter außerhalb ist von seinem Radius, ein bisschen länger. Oh, so vollkommen okay. So, haben wir jetzt nur 6 Länge bekommen. Jo, ein paar. Sehr gut. Also, kann ich von hier irgendwo auf die Kabel springen? Ja, sehr geil. Hops.
Go, go, Super Mario. Oder wie bei Brasil, diesem Science-Fiction-Film. Das war auch ziemlich abgefahren. So, du. Da. Hier sind wir richtig. Das heißt, hier kommst du. Du. Warum kann ich hier keinen Block setzen? Na gut, dann machen wir es halt auf die komische Tour. So, probieren wir, dich wegzunehmen. Dich wegzunehmen. Dich raufzusetzen. Es ist. Falsch. Du musst weg. Sorry. Du musst weg. Da unten muss der hin. Da klappt das jetzt wieder nicht, oder? Okay, du musst kurz weg. Das wird jetzt sowas von Provisorium. Du weg. Du hoch, damit ich hochkomme. So, dann hätten wir gerne den Planter, der nach oben guckt. Okay. In den Planter stellen wir ein, dass er überall die machen soll. Consume Stack off. Da kommst du rein. Warum läuft er jetzt eigentlich noch nicht? Also warum brummt er keinen Strom? Das finde ich komisch. Weg, weg, weg. Ist angeschlossen. Ist eine Verbindung. Ist auch Lava drin. Aber es kommt nicht. Ah, es dauert tierisch lang, bis die Lava da ankommt. Ja, wir brauchen definitiv mehr Crucibles. Wir kommen absolut nicht hinterher. Aber der müsste gleich anfangen zu arbeiten. Hier können wir schon mal das Loch ein bisschen stopfen. Zing, 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 zing. Und der müsste theoretisch oben überall die Dinger hinschmeißen. Jetzt brauchen wir allerdings auch noch eine Verbindung von hier aus nach irgendwo da. Dass er auch durchgehend mit den Setzlingen gefüttert wird.